Hey ho, liebe Wolfsbrudis, und herzlich willkommen zurück zu Tales of Berseria. Ja, das Teil da oben kommt uns bekannt vor. Ich meine, das haben wir in Tales of Zestiria schon gesehen. Und momentan ist unser Auftrag, oh, noch eine Flammenwehr, den Schalter hinten noch zu aktivieren, um dann hoffentlich das Tor da oben zu öffnen, was noch versiegelt ist. Oh, ansonsten haben wir im letzten Part Zavit getroffen. Da, den kennen wir auch schon aus Tales of Zestiria. Ich finde es schön, wenn man altbekannte Charaktere sieht. So gut, eigentlich können wir es ja nur die Malax sein. Beziehungsweise Seraphen. Hey! Frage ist nur, ob wir dann vielleicht sogar Layla sehen, diese die ganzen Versprechen gehalten hat und alles. Bin ich ja mal gespannt. Ich lass mich überraschen, wie wir noch alles treffen können. Auf jeden Fall ist es halt, dadurch, dass die Welten so verbunden sind, einfach nochmal dreimal so interessant das Spiel, wie es sowieso schon ist. Das ist zumindest meine eigene Meinung. Ich würde gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel eigentlich bis jetzt findet, weil bis jetzt schwärme ich nur davon. Ich meine, ihr guckt es zwar, aber es das heißt ja nicht, dass euch das gefallen muss. Deswegen frag mal. Oh. Okay, so, wir haben gegessen und die Weste ist fertig. Das heißt, wir haben aber, doch, die Kalzitweste war noch für dich. Und dann? War auch schön, dass die Leute, die nicht aktiv im Kampf dabei sind, sondern nur als Backup fungieren und wir haben durch den Stein gucken können, dass da eine Weste ist. Auch cool. Weil sich der Stein einfach erst viel später gerendert hat, aber okay. Ist ja nicht mein Problem, wenn das Spiel das so macht, ne? Dafür kann ich ja nichts. Dann können wir nämlich auch runter, das ist gut. Dann können wir unten noch ein bisschen uns umgucken. Sieht man danach aus. Okay, so, dann sind da rechts noch zwei, drei Seelen. Siehst du mich nicht? Du siehst mich. So, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du jagst mich nicht, drückst mir lieber so aus. Noch ein zerbrochenes Artefakt und den zweiten Schalter. Guck mal, ob es alles ist. Tatsächlich. Habe ich eigentlich nicht erwartet, aber okay. Du, Aizen.今ので何かが変化したようだ。取り返しがつかんものでないといいがのう。せいぜい幸運を祈るんじゃな。祈らないわよ。私は神の神殿を荒らしに来てるんだから。ほほう。感心感心。自分が何をしているかちゃんと分かっておるようじゃな。 Ich bin ja echt gespannt, wie das Spiel hier weitergeht und vor allen Dingen enden wird, weil im Endeffekt hat sich ja dann die Welt ja doch ein bisschen verändert mit in Form von. In Form von Städtenamen und auch Örtlichkeiten. Kann ja sein, dass wir noch eine richtige Erschütterung des Kontinents verursachen oder so. Eine Kontinentalverschiebung oder was auch immer. Was heißt wir verursachen? Generell geschieht, müssen wir ja nicht verursachen. Ja, oder so Zeugs. Da bin ich echt gespannt. Also. Sowas finde ich immer schön. Obwohl es natürlich auch ein bisschen doof ist, dass es halt Prequel ist und kein Sequel. Weil ich meine, es hat ja auch Potenzial, dass nachdem, je nachdem wie lange der Hirte, also Suray schläft, ob er dann wach wird, ob es alles was gebracht hat oder ob es vielleicht, dass er dann vom Bösen zerfallen wird, das wäre auch cool, ja. Das könnte man halt aber noch ein bisschen düsterer gestalten können. Aber da das noch nicht der Fall ist und wir jetzt den Vorgänger, sage ich mal, spielen, interessiert mich einfach sehr stark, wie das passiert jetzt alles. Dass die Geschehnisse von Zestiria so vorangeschritten sind, wie sie eben passiert sind. Und ob wir noch weitere alte, ältere Charaktere sehen. Oder im Prinzip zukünftige Charaktere, wie man es halt sieht. Deswegen finde ich auch Spoiler eigentlich nicht schlimm, weil auch wenn ich weiß, was passiert, weiß ich ja meistens noch nicht, wie es passiert. Ja, ich meine, es ist jetzt nur dahergeplappert, also jetzt nicht auf die wahre Münze nehmen.
Stellt euch vor, wir wissen schon alle, dass Velvet sterben wird. So, dadurch wüssten wir es aber noch nicht wie. Und mich würde das Wie mehr interessieren, nicht der Fakt, dass er gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin für sowas. Aber zum Beispiel bei Game of Thrones habe ich auch weniger das Problem, mich so zu spoilern, weil mich immer noch interessiert, wie etwas passiert oder meine eigenen Theorien und schieß mich tot. Ja, also deswegen finde ich teilweise, also natürlich gibt es auch harte Spoiler, die müssen nicht sein, aber teilweise stört mich Spoiler nicht so viel. Dann, wenn es sowas ist wie jetzt zum Beispiel Resident Evil, so Mechaniken, das würde mich stören. Okay, das sieht ein bisschen größer aus. Aber wir nehmen den Haupt... Oh, wir nehmen den rechten Gang. Das sind nämlich ein paar Katzenseelen. Die nehme ich immer gerne mit. Wie gesagt, und eine goldene Truhe, die nehme ich auch gerne mit. Panzerhäcksler. Oh, der beste Zahn ist noch nicht fertig. Okay, was könnte der... Das sieht aber auch cool aus. Oh, sorry, was sind denn die Werte? 90? Ja, der ist sogar um einige stärker. Hat aber auch keinen Fokus drauf. Also, zum Schluss wird es wohl wahrscheinlich eine Angriffsfokuswaffe werden. Gehe ich mal stark davon aus, die ich wählen werde. Ah, sorry, da müssen wir jetzt runter, weil die Seelen sind einfach wichtig. Damit wir einfach auch keine Katzkiste vergessen, weil... Ja, wäre halt schade drum. Da vorne habe ich gerade noch Kraut gesehen. Das können wir uns auch noch snacken. Weil es gibt bestimmt einen Erfolg. Habe ich noch nicht geguckt eigentlich, was es für Erfolge gibt. Für alle Katzdinger. Beziehungsweise es gab ja auch schon früher Katz Corner. Katz Corner ist so ein Ort mit Mini-Dungeons. Oder nicht Mini-Dungeons. Sondern mit ein paar Items. So ein kleines Dorf. So ein Katzdorf eben. Da habe ich bis jetzt, glaube ich, ziemlich vielen Tales of... Tales aufspielen. Was interessant ist im Prinzip eigentlich nur, was es dann dort gibt und was es ein Dorf ist, sage ich mal. Okay, sind wir ganz oben angekommen. Velvet, Artorius, wa donna waza o tsukau nda? Hidarite ippon de furu chōtō yo. Sore ni Shiarizu tte iu hi o ayatsuru seirei. Kedo そいつはもう殺した。そいつの代わりにカノノシを名乗る精霊を刺激しているのか。おそらく。けどそいつがシアリーズ以上の連携を取れるとは思えない。随分希望的な観測者な。シアリーズ以上ならあんたたちの出番。一体呼んで刺激精霊を抑え込んで。その隙をついて。 私が食い剥がす。そうすればアルトリウスはただの人間よ。だがどうやってアルトリウスの前に入る？ライフセットの術を使う。私は切られようが焼かれようが構わずアルトリウスに突っ込む。あんたは私が動けるように回復し続けなさい。攻撃を受けるのを前提にした特攻か。 確かに今日つけるかもしれないな。即死しなければの。でもそれじゃベルベットが。これは命令よ。はい。結局物扱い。むごいもんじゃな。 Ob das so klappt, wie sich Velvet das so voll vorstellt. Die Flammen des Hasses. Magiru-nesan, ano Velvetto to Yugoma, onki de doushi Artorius-sama o korosu ki nan desu ka? Ittai nani o kangaeteru n desu? Saate no, angai nani mo kangaete uranu no dewa nai ka? Jigau yo. Koroshita tte itte ta. Enzetsu no toki da na. 俺も聞いた。アルトリウスは仇だと。それにしたってすっごい憎しみでふよ。アルトリウス様とはどんな関係なんでふか。様はいらんぞ。わと。その時が来ればわかるだろう。生きてアルトリウスに牙を突き立てられればな。その通り。全てを焼き尽くす憎悪の炎が一体誰を焼くかも。なあ。あっ。
危ない橋だが、付き合うのも恩返しだ。行こうぜ、ライフセット。Oh Gott sei Dank, da fällt mir eigentlich mal auf. Zack. Ja. Könnte ich ja mal reinhauen. Hier ist auch noch ein Schalter gewesen. Okay. Vielleicht kommen wir noch später hierher zurück. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt gegen ihn kämpfen müssen. Er Amatisierung beherrscht und uns besiegen kann. Wäre zumindest eine Vermutung. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Aber wird er noch Vermutungen anstellen dürfen. Ich meine, er ist jetzt der erste Hirte und hat vielleicht einen Gott auf seiner Seite oder auch jemand anders. Wir dürfen gespannt sein. Da sitzt er noch. Sehr ruhig. Artorius! ゴーマに精霊、ずいぶん風変わりな仲間を集めたな。シアリーズもいるわよ、私の胃袋の中に。母鳥となることを望んだか。今度は前のようにはいかない。あの子のライフセットの仇を討つ。いいだろう。かかってこい。Okay. 45. Okay, wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich verlieren. これが同士の剣気か。こりゃ死ぬかもな。だが精霊はいない。作戦通りに行くわよ。Okay. Ja, wir machen ja auch 0 Schaden. Oh, wir haben Schaden gemacht. Unglaublich. Aber wir machen nicht wirklich viel Schaden. Nicht, wenn er verteidigt, okay. Ja gut, das hält sich echt in Grenzen. Bin ich ja mal gespannt, ob da noch was passiert. Ob eine Zeit ablaufen muss oder wir wirklich ein bisschen mehr trainieren müssen. Aber ich glaube eher nicht. Wir machen ihm Schaden, aber halt nicht die Welt. Ah, wusste ich's doch. Oh! Okay, die ist cool, die mystische Harte. Belvetto! Mata da! を確信しても油断するな。お前を取りこぼすわけにはいかない。先君通り全力で相対そう。聖主カヌ主と共に。一瞬で回復しやがった。この力まさか本物。そりゃ反則じゃろう。これはこいつはあの夜の。まだよ回復を。
もう無理だよ、逃げないと。今度は逃がしませんよ。申し訳ありません、アルトリウス様。シグレ様が警護していると思い油断しました。シグレなら修行に出た。そもそも私を一番切りたがっているのはあいつだ。変わらないな。まったく、アイフリードの時といい勝手なやつだ。やはりこのジジイが。違う、誰よりあんたを切りたいのは私だ。アルトリウス様、このゴーマの始末はお任せください。どけ、思い知れ、忌まわしいゴーマが。痛いでしょ、苦しいでしょ。なのに、なんでベルベットは戦うの。あの子、ライフィセットはもっと痛かった。なのに私は何もできなくて。ごめん、ごめんね、ベルベット。ゴーマと慣れ合うとは。2号、お前は罰を与えましょう。そのゴーマを殺してお前も命を絶ちなさい。嫌だ。契約を忘れたか。これはお前の主の命令です。命令なんて嫌だ。僕は、僕は、この力を。ベルベットが死ぬなんて嫌だ。姉上、あれに飛び込め、ろくろ。わしを忘れるな。逃がしはしません。かの主の力と地脈の反応とはな、珍しいものを見た。そういうことか。しかし、精霊に弟の名をつけるとは、お前はどこまでも。起きなさい、ベルベット。もう少し寝かせて、お姉ちゃん。性のない子ね。私のお願いはどうなるの。お願い。ええ、あの人を頼むわねって。ここは、私は奴らに傷が治ってる。ひどい熱。
死なな…って…ベルベット…あんたが助けてくれたんだね。今度は…私が…とにかく、ここから出なきゃ。Man könnte ja meinen, dass man jetzt uns beeilen müssen und jemanden retten, aber ja, wichtigere Dinge. Unsere Expedition ist zurück. Oh, ich finde es gerade echt geil. Es ist rätselhaftes Fleisch, okay. Neues Rezept: Zwergenhacksteak Surprise. Ein leckeres, ganz besonderes, saftiger Bratling. Woher das Fleisch stammt, ist jedoch ein Rätsel. Okay. Jo, und wieder los. Ich finde die Story gerade immer wieder besser. Und gerade im Vazelis am Bett, also unsere Schwester und Ceres, also danach. Kann es nicht sogar sein, dass Ceres vielleicht Ceres, also dass die eine dieselbe Person sind, so mehr oder weniger? Dass es von jedem Menschen vielleicht einen Malak gibt? Oder dass es vielleicht von, wenn Menschen sterben, die zum Malak oder Seraphen werden können? Das würde zumindest meine Theorie mit Lafayette immer noch gut finden, heißen. Aber naja, sind wir mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Oh. Gambatte, Lafayette. Halte durch, wir laufen auch keinen Umweg oder so. Wo sind wir eigentlich? Sind wir eine Art Lebensstrom, Mana, im Kern der Erde oder was weiß ich? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist gerade ein bisschen fesseln, muss ich echt sagen. Ich würde am liebsten gar nicht mehr aufhören zu spielen. ja, dann laufen wir einfach direkt raus, weil hier scheint wirklich nichts rumzuliegen. Gehen wir mal hier raus. What? Oder auch nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier irgendwas rumliegt. Ich hoffe, dass wir den Ausgang gleich finden. Ich will Luffy retten. Hallo? Da unser Liebling. Wohl, jetzt passt dann zumindest der Heiligenschein. Hoffe, ich habe damit nichts aufbeschworen, ja? Dass er jetzt wirklich stirbt oder so. Das wäre ein bisschen schade, würde ich sagen. Ein bisschen schade, ja, ja. Jetzt gelandet. Zwei Wege. Nehmen wir mal den hier. Also habe ich das Gefühl, wir laufen im Kreis. Kann das sein? Ah ne, okay. Scheint richtig zu sein, alles. Da vorne ist zumindest mal ein Stern. Ja, das frage ich mich auch schon. Wo das ist. Aber sie kann ganz schön lang rennen. Ich meine, gut, das sind die Mondkräfte. Während sie Luffy so trägt. Go, 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 Power Rangers. ここは何なのよ。地脈だ。無事だったのね。そうとも言えん。地脈に閉じ込められたようだ。もっとも、あの場に残っていたら今頃生きていなかっただろうがな。地脈。この空間のことね。ああ。自然の生命力が流れる川のようなものだ。世界中に存在するが、普通は見ることも触れることもできない空間だ。そんな場所に、なんで？カノヌシとライフセットの力がぶつかって、地脈が開いたのは間違いない。つまり、そいつの力があれば、元の空間に戻れる可能性があるが。この様子では無理か。もうすぐ傲慢化するぞ。バカなこと言わないで。
力を使いすぎたせいなの？まだ止める方法はある。正常なものを器とし、それに宿れば精霊は傲慢化を防ぐことができる。あんたも？これが俺の器だ。だがこいつは訳ありでな、死神の力を持っていないと宿れない。じゃあ他に何か？対魔師なら可能です。我ら対魔師は自らの心身を器として精霊を宿らせ刺激しています。私がその精霊の器になりましょう。なるほど。つまりあんたを動けなくして器にすればいいわけね。近づけば死にます。そうなればその精霊は傲慢になり、あなたたちはここから出る術を失いますよ。えげつない駆け引きするわね。敵を知りその弱きを攻めろ。戦いの基本です。アルトリウスの弟子らしい卑劣さね。違います。私は大魔師の力を取り戻した上で、ゴーマ・ベルベット、あなたに決闘を申し込みます。私が負けたら何でも言う通りにしましょう。死でも器でも好きに命じなさい。ほう。ベルベット、死なないって。わかった。この精霊の名は、本来は主がつけるものですが、今はまだ私のものではありませんから。ものじゃない、ライフィセットよ。ライフィセット、それなら。原始の泉に生まれし者よ、今盟約の契りを交わし、我が確約たる神に正常なる世を生む一女と習う。覚えよ、汝に与えるマナを。いきなりこんな場所に？何がどうなってるんだ？あの棒、まさか地脈を開くとは。マギル。ベルベッタの復讐見物もこれまでじゃな。つまらん落ちちゃったわ。ま、どうでもいいがの。まだ死んだとは限らん。生きておってもしまいじゃよ。あれだけの力量差を見せられておれんはずがない。十ガルドかけてもいいぞ。その賭け乗った。ライフセット、あの女対魔師は？何があった？そうか、例の女対魔師がライフィセットの器にな。で、そいつはどこに行ったんだ？六郎たちがここにいたということは、あいつも近くに出ているはずだ。何としても探し出す。もうそんなにムキに並んでもよかろう。助けるって決めたのよ。
それにあの子の力は戦力になる。さっきの賭け忘れるなよ。エナブジュン、わしのジューガルドが。Die Wolkzorin, okay. Oh je. Yeah. Ist gerade extrem spannend. Das Schlimme ist, ich meine, gut, zu dem Zeitpunkt, wie ihr das guckt, werde ich dann wahrscheinlich schon wieder gespielt haben, aber zum jetzigen Zeitpunkt, also sprich 3-4 Tage vorher, muss ich das Spiel jetzt auch beenden. Nein! Es ist gerade so spannend. Oh, ich vermute dann mal stark, dass wir Eleanor dann finden werden. Sie vielleicht noch nicht mal absichtlich woanders gelandet ist, wo sie hin wollte. Uns eigentlich schon ihr Wort halten wollte und uns herausfordert. Wir dann hoffentlich gewinnen und dass sich dann uns anschließt als Begleitung, damit wir Lafayette mitnehmen können, weiterhin. Und ich glaube, das wäre dann auch der sechste und letzte Charakter. Ich gehe davon aus, dass es nur 6 Charaktere gibt, wegen dem Kampfsystem mit dem Hoch und Runter. Und ja, mal gucken, was uns dann noch erwarten wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder mal fürs Einschalten. Ich finde es gerade mega spannend. Wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Bis dorthin. Tschüdelü.